Wir quatschen heute ausführlich über die Serie Monarch Legacy of Monsters, inklusive Spoiler, inklusive dem Finale, inklusive vielen Dingen, die ich jetzt so rausgefunden habe mit der Zeit. Also so einige Sachen, die wirklich sehr interessant sind. Da kommt auch noch ein Video auf YouTube von mir online dazu, dem ganzen Thema. Denn es ist wohl wirklich so, dass Monarch Legacy of Monsters gar nicht mal so unwichtig werden wird für die Zukunft. Ich habe die Serie nicht am Stück geguckt, ich habe die ja wöchentlich geschaut. Und da auch nicht wirklich regelmäßig, sondern ich habe auch mal eine Woche ausgelassen und habe dann in einer Woche vielleicht auch manchmal zwei Episoden nacheinander geschaut. Wenn ihr die Serie durch binge-watcht, also am Stück guckt, kommt ihr damit wesentlich besser klar. Ich bin mit der Serie aus irgendeinem Grund überhaupt nicht ganz zurechtgekommen. Vielen Dank für das Prime Gaming Abo, sehe ich hier gerade. Ich kann es ganz schwer lesen. Von Sati war Hase 69. Hayes heißt es am Ende wahrscheinlich. Vielen Dank auf jeden Fall für das Prime-Abo. Habe ich den Faden verloren. Ach so, genau. Ich habe mich mit der Serie irgendwie schwer getan. Generell, was so Jahreszahlen angeht, finde ich, im Monsterverse wird darauf irgendwie sehr der Fokus gelegt. Generell. Es gibt, glaube ich, keinen Monsterverse-Film, der nicht mindestens 3 verschiedene Zeitepochen beinhaltet. Jetzt doof gesagt. Und ihr habt mir auch geschrieben, dass ich halt öfter gesagt habe, ja, es geht hierbei so um die Hollow Earth und das wäre gar nicht so. Das habe ich zwar auch noch berichtigt dann, im Nachhinein im Text. Wenn du das Video aber eben nur hörst, dann bekommst du das eben auch nicht mit. Und das Ding ist eben einfach, ich habe das wirklich nicht gerafft, dass das nicht die Hollow Earth sein sollte. Und ich, vielleicht irre ich mich jetzt auch, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Aber ich könnte wetten, dass das auch nur mal in einem Nebensatz gefallen ist. Oder einfach nur mal ganz kurz aufgegriffen wurde. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich finde einfach, dass die Serie generell hat einen Fokus auf Monarch gelegt, obwohl man hätte eigentlich den Fokus irgendwie auf diese Zwischenwelt mehr legen können. Das heißt, wir haben Episoden gehabt, die zum Teil überhaupt nichts ausgesagt haben, die uns null weitergeführt haben. Und dann auf einmal, haben wir dann irgendwie diese Zwischenwelt bekommen. Und ich habe das halt irgendwie nicht mitbekommen. Ich habe dann sofort erstmal gedacht, okay, das ist die Hollow Earth. Es ist wohl nicht so. Aber glaubt mir, ich habe jetzt rausgefunden, was mit dieser Zwischenwelt auf sich hat und das macht trotz allem keinen Sinn. So ähnlich wie die Quantendimension. Wir kommen jetzt mal dazu. Ich erkläre das jetzt. Moment. Lasset mich meine Unterlagen aufschlagen. So. Holt eure Schulbücher raus auf Seite 34 des Kaiju-Lexikons. Ich möchte nicht, dass irgendeiner über meine Zeichenkünste lacht. Das wird jetzt hier einfach nur ganz grob dargelegt, wie das alles abzulaufen hat. Wir haben einmal das hier. Das ist unsere Erde. Da gibt es dann hier Bäume. So. Und Häuser. Das ist alles unsere Erde auf jeden Fall. Und, Punkt. So, wie kann ich jetzt hier die Farbe wechseln? Da. Genau. Wir haben jetzt in Monarch Legacy of Monsters gesehen, dass da so Schächte existieren, wo auch dieses eine Krabbelvieh rausgekommen ist mit diesen Tentakeln im Gesicht. Ja, das kam da raus, dieser eine Kaiju, der sah ungefähr so aus. So. Und hat dann eben auch noch so leuchtende Punkte im Gesicht gehabt. Ich glaube, das ist relativ akkurat. So. Genau. Und diese Dinger jetzt hier, die ihr hier sehen könnt, ich muss das ganz kurz mal ein bisschen größer machen für mich. Das sind die Portale Indus irgendwas Mundi. Moment, ihr habt es mir vorhin geschrieben. Elix Mundi. Was auch immer der Name soll. Also die Zwischenwelt auf jeden Fall. Da kommt man durch dieses Portal hindurch. Und ich dachte eben, dass dieses Portal sieht doch einfach genauso aus wie das, was wir aus Godzilla vs. Kong kennen. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, dass wir durch dieses Portal nach unten kommen. Hierhin. Machen wir das mal rot. Zum Mittelpunkt der Erde. Das ist das Ding hier. So, da ist das der Mittelpunkt der Erde. Wo eben dann auch Godzilla und so wohnen, ne? So, machen wir mal hier Godzilla ganz kurz hin. So. Das ist Godzilla.
Und Kong. Ich kann jetzt aber keinen Affen malen. Das war auf jeden Fall das, was wir eben bisher wussten. Was jetzt aber passiert ist mit Monarch Legacy of Monsters, ist, dass wir jetzt erfahren haben, dass durch dieses Portal hindurch kommt man ebenfalls in diese Zwischenwelt. Das ist das Ding hier. Das Mundi. Auf Seite 394 im Buch. Genau, von Severus Snape. Störst gerade den Unterricht, Ehrenchan. Zu dem, wer ist das Ding? Irgendwas Mundi. Alexi Mundi, werde ich mir auch nicht merken können. So, das heißt, das Ding hier ist das Alexi Mundi. Kann ich hier auch irgendwie normal schreiben? Das geht nicht, ne? Muss ich das so machen? Oh Gott, geht ja gar nicht. Kann man das irgendwie lesen? Alexi. Das ist ein O, das soll aber ein U sein. Mundi. Das hier ist dieses Ding der Zwischenwelt. So, woher kennen wir das jetzt schon? Chat, woher kennen wir Alexi Mundi jetzt schon? Frage an euch. Wenn das hier unsere Welt ist, da sitze ich jetzt gerade hier, ja, mit meinem Laptop und streame mit euch. Laptop ist ein bisschen groß, aber trotzdem, das passt. Hier ist jetzt das Portal zu Hollow Earth. Das hier ist Alexi Mundi. Woher kennen wir das jetzt schon? Und die Antwort ist ganz einfach. Wir kennen dieses Ding schon aus Godzilla vs. Kong. Nämlich in dem Augenblick, in dem im Godzilla vs. Kong unsere Gruppe von Menschen und eben Kong durch dieses Portal durchseppen, gibt es einen ganz kurzen Moment, wo so ganz cool, so ganz, ganz komischer Lichtkram abgeht. So überall flackert und überall tauchen Farben auf und danach ist auch ganz kurz so ein Moment, wo keine Gravitation da ist, also wo quasi die Zeit stillsteht. Das ist das Ding hier. Das ist hier dieses Alexi Mundi. Das heißt, das haben wir auch schon in Godzilla vs. Kong gesehen. Interessant dabei ist eine Sache, auf die mich der liebe Pandaman hingewiesen hat. Die gesamte Szene in Godzilla vs. Kong, in welcher, naja, quasi in diese Dimension gereist wird, wo auch keine Gravitation mehr da ist. Die gesamte Szene sollte ursprünglich eine Post-Credit-Scene werden. Die sollte gar nicht so im Film drin sein. So, jetzt haben wir die aber eben hier bekommen. Warum das jetzt keinen Sinn macht, folgendes. Also unsere Helden, nee, ich brauche eine andere Farbe. Unsere Helden fliegen von der Oberfläche der Erde durch dieses Portal hindurch, kommen hier an mit Kong, haben dann eben hier ganz kurz keine Gravitation mehr, Kong freut sich kurz und fasst diesen Stein an und dann fluppen sie hier unten durch und landen eben in der Hohlerde. Das heißt, sie passieren ja dieses Portal. Da wurde niemals irgendwas von der Zeitverschiebung erwähnt. Muss auch nicht sein, könnte man jetzt meinen, ne? War ja nur ein ganz kurzer Moment. Aber warum kann dann ein Godzilla, der hier oben auftaucht. So, das hier ist Godzilla wieder. Wer war das? Auf dich, Dragon King. Prost. Das hier ist Godzilla mit den Riesenfüßen. Das macht keinen Sinn, wenn ich nicht über Jurassic World Dominion rede. Ihr verschießt eure Kanalpunkte mit dem Zeug. Warum konnte der dann hier oben einen Atomic Breath? Haben wir eine Atomic Breath Farbe, irgendwas? Na, Moment. Das nehmen wir einfach das hier. Wieso konnte der einen Atomic Breath hier durchschießen? Durch dieses Portal bis hin zur Hohlerde. Das dürfte gar nicht funktionieren nach dieser Logik, die ja in Monarch aufgebaut wurde. Das hier ist ein Riesenfragezeichen. Warum geht das? Und das hier eigentlich auch. Warum ist hier nicht sehr viel Zeit vergangen? Also in Godzilla vs. Kong. Erklärt mir das. Gerade weil sehr viele auch gemeint haben, doch, es macht Sinn. Und die kamen, also ein paar von euch kamen mir wirklich an mit, es ist sogar logisch. Es gibt wohl ernsthaft wissenschaftliche Erkenntnisse oder Theorien, die darauf hinweisen. Das habe ich auch schon mal gehört, dass je höher du bist, desto langsamer vergeht die Zeit irgendwie und je tiefer du bist, das ist wirklich wohl so auf minimal berechnete Bruchsekunden, keine Ahnung.
das Minimalste auf jeden Fall runtergebrochen. Wir reden jetzt aber hier vom Monsterverse. Das ist halt nicht unbedingt logisch. Das Ding ist eben einfach nur, das muss auch gar nicht logisch sein, aber es sollte halt innerhalb der eigenen Geschichte irgendwie logisch sein. Das heißt, die bauen eigene Regeln auf und dann brechen sie die aber einfach wieder, beziehungsweise die halten sich da einfach nicht dran. Wie viele Stunden haben die in der Hohlerde gegammelt? War wohl in Godzilla vs. Kong? Keine Ahnung. Das ist aber auch vollkommen egal, weil nur hier, also hier oben haben wir die normale Zeit, ne? Das hier ist alles cool. Hier unten, in diesem Axo Mundi, da ist die Zeit wohl nur anders. Und in der Hohlerde ist die Zeit wieder genauso. Es macht überhaupt keinen Sinn. Aber so ist es eben. Ja. Und das Aximundi-Ding erklärt wohl auch, warum Godzilla in Godzilla 2 und eben 1 einfach verschwinden und irgendwo anders wieder auftauchen konnte. Wie so ein Kanal hat er das quasi benutzt. Deswegen gibt es diese Zwischendimension jetzt. Ja. Es macht trotz allem keinen Sinn. Es ist wirklich einfach, das ist einfach nur eingefügt worden. Und ich wette mit euch, dass sie einfach versuchen, die Serie von den Filmen abzukoppeln. Und wollen deshalb nicht die Hohlerde benutzen, weil in der Hohlerde gehen ja andere Sachen vor sich, wie jetzt hier Scar King und so ein Kram. Deswegen wollen die jetzt hier ihre eigene Hohlerde erfinden. Und somit haben wir jetzt übrigens auch Zeitreisen im Godzilla-Universum, ne? Godzilla schießt um das Aximundi herum. Das kann natürlich auch sein, ja. Aber dass die Erde rund ist, das weißt du, ne? Ja, lass es dir auf jeden Fall schmecken. Schon wieder Zeitreisen, ja. Also für diejenigen von euch, die es noch nicht wissen, in Monarch Legacy of Monsters werden Zeitreisen eingeführt. Und zwar, ich muss wieder anfangen zu zeichnen. Ich habe mir diese App extra runtergeladen. Das heißt, die muss jetzt ganz oft benutzt werden. Wie kann ich denn jetzt hier wieder von vorne anfangen? Gibt es hier nicht einfach löschen? Man kann aber auch ganz schwer was erkennen. Nee, so kann man das nicht machen. Dann öffnen wir das einfach nochmal komplett neu. Ich kann dir gleich erklären, was die jetzt in der Serie genau gemacht haben mit Zeitreisen. Und zwar ist das so gewesen, dass wir eben hier unsere Erde haben. Und da sind dann eben die Hauptfiguren drauf gewesen, ne? Da ist dann irgendwas passiert. Die haben irgendwie, keine Ahnung, ihre Sachen da halt gemacht. Und der eine hatte was mit ihr. Und die zwei sind verliebt, während die anderen beiden sich auch mal geliebt haben. Und der Vater von der einen, um den es eigentlich geht, der ist vollkommen egal, hat auch hier gerade ein Hohlkreuz. Auf jeden Fall, die machen eben ihr Zeug auf der Oberfläche, ne? Von der Erde. Dann aber reisen sie aus bestimmten Gründen eben in die Hohl, nein, nicht in die Hohlerde, sondern sie reisen in die Aximundi-Erde runter. So, und dann gehen die da durch dieses Portal eben durch. Und landen dann hier unten, in der Aximundi. Das ist dieses Ding jetzt hier wieder. Und während sie da unten sind, vergeht die Zeit hier oben aber schneller. Das heißt, die sind da unten für 20 Minuten, glaube ich, und kommen aber oben wieder raus und dann auf einmal sind 2 Jahre vergangen. Das heißt, 20 Minuten sind 2 Jahre, dann müssten 10 Minuten ein Jahr sein, ne? Jetzt ganz schlau, aber so müsste es eigentlich sein dann, oder nicht? Was macht dann auch später keinen Sinn mehr? Nein, das bestimmt nicht. Wie lange war May da unten? May war da unten 60 Tage. Doch, 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 genau. Ein Tag ist ein Jahr. So war das, genau. Wenn du hier unten einen Tag bist, in dieser Zwischenwelt, ein Tag, vergeht hier oben ein Jahr. So war das. Genau, das heißt, da unten vergehen eigentlich 2 Tage und die kommen dann wieder oben raus und dann sind 2 Jahre vergangen. Was übrigens auch meine Aussage revidiert, weil ich habe ja gemeint, die kommen wieder oben raus und dann haben wir den Zeitraum von Godzilla vs. Kong.
aber das stimmt nicht. Die kommen da oben nämlich wieder raus und dann haben wir das Jahr 2017. 2017. Und zu diesem Zeitpunkt hier spielt King of the Monsters tatsächlich. Und wir sehen dann ja auch noch, wie Kong auftaucht ganz zum Schluss und Kong hüpft dann ja über Skull Island hinweg. Und dann sehen wir noch so eine Station von Apex oder wie die heißen. Ja, auf jeden Fall war das bei Godzilla vs. Kong, war das nicht Apex gewesen, sondern das war Monarch. Das heißt, wir kommen am Ende vom Film wirklich 2017 erst raus, also kurz vor King of the Monsters und nicht bei Godzilla vs. Kong. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass der Stream ab und zu mal hängt. Bekommt ihr davon was mit? Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen oder ist das nicht der Richtigkeit entsprechend? Ein echter Tobi Angelo. Wenn du es kaufen willst, gerne. Für 2017 Euro. Das hier oben ist nämlich einfach der Preis. Oh. Da. Bei euch hängt es nicht? Okay, gut. Ja, das ist aber auf jeden Fall jetzt die neue Zwischendimension, die wir jetzt eingebaut bekommen haben in Godzilla Kong. Nee, Quatsch. In Monarch Legacy of Monsters. Und ich bin mir da echt nicht ganz sicher, was das soll. Ich könnte mir wirklich nur vorstellen, dass die halt versuchen, sich eine eigene Hollow Earth zu erschaffen, wo andere Kreaturen rauskommen. Weil die Kaiju an sich, die kommen ja angeblich aus der Hollow Earth, aber jetzt haben wir hier auch Kaiju, die eben aus dieser Welt kommen. Es ist wirklich ein bisschen konfus inzwischen. Die müssten da einfach mal anfangen, irgendwie eine Kontinuität reinzubringen, eine gescheite. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Eine Theorie aber, eine ganz nette, die gerade überall rumkursiert ist, dass es ja einen Grund geben muss, warum die diese Zwischenwelt einfügen, ne? Und eine Theorie davon ist, dass niemand Geringeres als Shimo sich die ganze Zeit in dieser Zwischenwelt befunden hat. Und deswegen war Shimo auch so lange weg. Weil Shimo ist eigentlich nur, keine Ahnung, lass den mal 50 Tage da unten gewesen sein. Müssten mehr sein. Der ist ja schon ewig lang nicht mehr da, ne? Egal, er war einfach 100 Tage war er irgendwie nicht da oder war in dieser Zwischendimension und das sind eben an der Oberfläche aber 100 Jahre. Das heißt, deswegen haben wir Shimo auch so lange nicht gesehen. Das ist eine Theorie. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie mit eintreffen könnte. Aber dann würden die dich ja dazu zwingen, dass du Monarch gesehen hast, um das zu verstehen. Also wenn die in Rocky und in John Wick Zeitreisen einführen, verliere ich endgültig meine Gehirnzellen. Ich hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Das kriegen die schon bei den Avengers nicht richtig hin, die Zeitreisen. Alle immer so, oh, das ist ja realistisch. Nee, es ist einfach Quatsch. Also nicht, dass es Quatsch an sich ist. So Zeitreisen theoretisch und bla bla bla. Ich meine, wie die es halt benutzen da. Das ist so unstrukturiert einfach. Du blickst halt überhaupt nicht mehr durch. Und ich brauch's jetzt halt im Monsterverse auch nicht unbedingt. So, du kannst damit aber auch nur in die Zukunft reisen, nicht mehr in die Vergangenheit. Deswegen haben wir ja Flashbacks bekommen in der Serie. Damit wir Flashbacks in der Vergangenheit haben und in der Zukunft haben wir diese vorgespulten Dinge. Das ist wirklich komisch. Die haben auch Star Wars kaputt gemacht. Gibt's da auch schon Zeitreisen bei Star Wars? Nee, ne? In die Hohlerde konnten sie ja nicht in der Serie, da in Godzilla vs. Kong gesagt wird, dass das tödlich ist. Die Serie spielt ja vor Godzilla vs. Kong, ne? Und kann sein, dass die deswegen nicht nach unten gekommen sind, klar. Obwohl sie auch in Monarch hatten sie auch ganz kurz diese komische Kugel gehabt und damit kamen die ja auch nach unten. Also das, keine, es ist halt so nicht ganz durchdacht. So irgendwie, als wollte man jetzt zwanghaft diese Mittelwelt erfinden für irgendeinen Kram. Und das deckt sich halt auch mit der Aussage von Guillermo del Toro, heißt der Typ, glaube ich, der Pacific Rim 1 gemacht hat, der mal gemeint hatte, er hätte zu gerne ein Crossover zwischen Godzilla und Pacific Rim gehabt. Und das kam jetzt wieder auf. Irgendwo habe ich das, den Artikel noch. Da mache ich auch noch ein Video dazu auf jeden Fall.
Es kam jetzt auf jeden Fall wieder auf, dass der wirklich Bock hätte, Pacific Rim und das Monsterverse miteinander zu verbinden. Da hat Sebastian auch zu mir gemeint, das könnte sein, dass man jetzt da schon irgendwie Vorbereitungen betrifft, dass quasi der Breach eine ähnliche Dimension ist wie dieses Zwischenuniversum jetzt hier. Irgendwie, dass da sowas geplant wäre. Wir können ja gleich mal ganz kurz reingucken in Sebastians Video zu Monarch. Ich weiß gar nicht, was er dazu gesagt hat. Ob er darauf vielleicht sogar ganz gut zum Eingeht auf Pacific Rim 3. Oder das geplante Pacific Rim 3, wenn es jemals kommen sollte. Aber du hättest auch andere Kaiju ohne dieses Dingsbums-Mundi einführen können. Ich meine, du hast ja auch Scar King eingeführt. Der kommt ja auch einfach aus der Hollow Earth. Und die Skullcrawler müssten dann ja theoretisch aber auch aus diesem Axi-Mundi kommen, ne? Axis-Mundi. Weil da wurde in Kong Skull Island ja gesagt, dass die aus so einer, also die kommen nicht aus der Hohlerde direkt, sondern die kommen auch aus so einer Zwischendings. Müsste ja auch dieses Axi-Mundi dann sein. Das sind halt so viele Fragen, die noch offen sind einfach. Was für ein Ding kam aus dem Axi-Mundi? Ist das der Kaiju aus Monarch Legacy of Monsters mit diesen Tentakeln da im Gesicht? Ist das der? Der kam auf jeden Fall daraus. Und dieser Iron Dragon kam ja auch daraus. Und das sind ja auch neue Kaijus. Hm. Godzilla Kong kommt jetzt nicht mehr im Februar raus. Wir sind dann erst im März. Wir haben das nach hinten verschoben, einen Monat. Er kommt jetzt erst im März raus, ja. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber er kommt auf jeden Fall erst im März raus. Das Schweine-Kaiju. Ach stimmt, den gab es ja auch noch. Ja stimmt, ja, der kam auf jeden Fall von da unten, das ist richtig. Aber die Kaiju haben ja auch irgendwie andere Fähigkeiten, die von da unten kommen, ne? Weil da wird ja auch drauf eingegangen. Ne, von April auf März verschoben. Ach, meine ich ja. Ja, April auf März. Entschuldigung, nicht Februar. Ja, von April auf März. Also vorverschoben sogar. Ja, Entschuldigung. Ich habe ich falsch gelesen. Da habe ich auch gerade Scheiße gepostet. Das sehe ich gerade. Ja. Was habe ich denn geschrieben? Was habe ich denn jetzt gepostet? Moment. Wurde nach hinten verschoben, das ist einfach gelogen. Das stimmt gar nicht. Es wurde nach vorne verschoben. So. Werde ich gleich noch korrigieren. Ja, auf jeden Fall haben die Kaiju ja auch noch andere Fähigkeiten dann da, weil es wird ja auch gesagt, dass wenn ein Kaiju da unten auftaucht aus dieser komischen Axis Mundi, dass dann bei Menschen zumindest so Halluzinationen auftreten können, aufgrund der Strahlung oder irgendwie so ein Kram, ne? Da frage ich mich aber, wenn Godzilla dieses Aximundi ja benutzt, um eben quasi Schnellreisen zu machen über die Erde, warum passiert das dann nicht, wenn der auftaucht? Warum bekommen Menschen dann nicht auch Halluzinationen? Weil der ja auch von da unten kommt. Das habe ich auch nicht gerafft. Ist das für Deutschland auch schon bestätigt? Für Deutschland glaube ich noch nicht, aber das wird dann auch in die Richtung gehen. Der wird hier auf gar keinen Fall einen Monat später rauskommen. Bei uns kommen Filme zum Teil sogar einfach einen Tag früher raus, als in Amerika zum Beispiel. Ja, also Aximundi bleibt auf jeden Fall nochmal so ein Ding, was man irgendwie im Auge behalten muss. Mal schauen muss, was die damit halt noch machen in den neuen Godzilla Kong. Film, was da noch alles kommen soll. Es dürfte drei Welten geben, außer die normale Erde. Gibt es die Axis Mundi, Hollow Earth und da, wo Godzilla seinen Tempel hatte. Darauf wurde aber auch nie wieder eingegangen. Ich habe auch so das Gefühl, dass die Godzilla 2 versuchen, so ein bisschen da rauszuwischen, so wie man es mit Jurassic Park 3 immer macht. So, der ist zwar immer noch Teil der Geschichte, aber wir erwähnen den einfach nicht mehr. Dann ist der so ein bisschen weg. Und ich wette, das hat irgendwas damit zu tun, dass die eben von Toro die ganzen Viecher nicht mehr haben wollen oder haben können.
aufgrund der Rechte oder irgendwas. Das ist alles so auffällig, dass die halt so wirklich ihre komplett eigene Schiene langsam fahren.